1, 2, 3, 4, 5, jawohl. Ja, so wie vorhin die Höhle, war, die war ja schön. Mhm, ja. Interessant. Und zu dritt sind wir auch relativ schnell wieder rausgefunden. haben wir auch relativ schnell den Weg wieder nach draußen gefunden. Das war dann. Der war auch recht einfach. Das hat mich ja erstaunt, weil du, normalerweise hast du ja keine Chance, wenn du in der Ewigkeit in der Höhle rumgelaufen bist, da wieder rauszufinden. War vielleicht ganz gut, dass du gestorben bist und dann den Weg nach unten gleich wieder gefunden hattest. Dann war ja auch klar, dass es eigentlich gar nicht so schwer sein kann, da wieder rauszukommen. Ja, es war ja nur nach oben, da wo die Holzsachen so waren. Im Wasser. Mhm. Kohle. Und nochmal tauchen. Oh, unter Wasser haut man nicht so gut. Ups. Hast du Pflastersteine gerade einstecken? Ja. Warte. Ja, dankeschön. Bitte. Ich guck nur, was du hier buddelst. Was ich hier buddel? Etage. Oh, ja, fast muss er einmal rum. Boah, das sieht ja irgendwie schon mördermäßig aus, wenn man hier reinkommt. Ja. Ich glaube, das ist groß. Also praktisch so eine kleine Fläche, also ich sage mal so eine kleine Fläche hier, die Fläche, wo jetzt hier diese die Kiste und die Dings steht, die Werkbank. Ja. Das ist jetzt praktisch eine Wohnungsetage, also so groß ist die praktisch. Mhm. Und der Rest? Das in der Mitte gibt dann der Springbrunnen. Genau, hier in der Mitte ist dann der Springbrunnen und dann muss man mal links und rechts dann nochmal Treppen nach oben, damit man noch mehrere Stockwerke drauf machen kann. Genau. Ich hätte jetzt hier Treppen gemacht, meinetwegen rechts und links, in der Mitte den Springbrunnen und nach oben hin den Wohnräume. Dass hier dann Treppenhaus ist. Okay, dass das außen die Treppe ist. Ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, also ich habe jetzt unten hätte ich jetzt eh keine Wohnung hingemacht. Also die Wohnung hätte ich wenn dann erst in den Etagen oben drüber gemacht. Dass man das auch außen dann als Dings machen kann, ja. Als Treppen. Als Aufgang. Jo. Also dann brauchen wir ein bisschen was mit Glas. Brauchen wir dann. Da kann man ja nachher dann immer noch nachbauen. Ja, genau, noch einen anderen Boden oder so. So, jetzt brauche ich nochmal ein bisschen Pflasterstein. Hier haben wir nur Erde drin. Genau, allerdings ist nur Erde. Aber drüben in der Hütte, in der Kiste ist noch. Ja. Ach, ist so schön ruhig, wenn es nicht regnet. Wenn es nicht regnet, ja. So, okay, auch den habe ich ja vergessen. Ja. Verdammt. Der eine Stein, den ich falsch gebaut habe, der fehlt mir jetzt. Neun, ja. Das bist du
kann man. Ungerade anzeigen. So wie Gronkh ja, immer genau. sagt, immer ungerade. Damit man ja immer schön symmetrisch. Wobei. Warum? Warum? Ich mag immer Doppelflügeltüren. Mit einer Tür ungerade ist okay. Na, du kannst ja auch zwei Doppelflügeltüren dann reinbauen, praktisch. Zwei Doppelflügeltüren und zwischendrin eins freigelassen. Ach so. Oder? Geht es ja? Da eine Tür und da eine Tür. Hast du praktisch zwei Doppelflügeltüren. Oder man lässt es offen und macht dann nur. Oder? Oh oh, geflutet. Oder so. Außen? Ja, außen. Kannst du dreimal, ja. 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 So. Nur mal so. Spaßeshalber. Erde alle. Wie sieht das aus? Klein. Naja, es geht vielleicht, wenn man das Ding hier vorne vielleicht aus Glas macht, dann sehen die Türen vielleicht dann schon wieder anders da aus. Tja, muss man vielleicht mal einfach ausprobieren. Mal. So, jetzt hau ich hier nochmal die Steine raus, die hier noch sind. Was man auf jeden Fall machen muss, also das habe ich jetzt bei den ganzen letzten Sachen schon gemerkt, die ich gebaut habe, wenn du irgendwie einen Boden machst für die Etage, den am besten immer zweistufig. Also nicht nur so einen einfachen Boden reinziehen, sondern dann noch eine Ebene für den Boden vorsehen, falls du irgendwie einen Teppich oder so drauflegen willst. Weil sonst sieht man den ja auch nach unten durch. Das fand ich immer blöd, wenn du praktisch an die Decke guckst und dann von oben den Teppich siehst, der eigentlich eine Etage oben drüber ganz cool aussieht, aber unten an der Decke dann nur irgendeine komische Form hat. Ich baue jetzt gleich mal die erste Etage noch fertig hier. Wieder dunkel. Merk schon. Habe ich auch noch Fackeln einstecken? Nee, ich habe keine Fackeln. So wenig. Ah, ich glaube, ich muss auch noch Pflastersteine holen von drüben. Ja, da sind eigentlich noch.
Jetzt nehme ich immer schon mal den Sand mit, der hier hinten liegt. Brauchst du Sand? Oh.